Weiter geht's mit Let's Play Tomb Raider, der Fluch des Lazarus. Wir sind jetzt im verfluchten Bergdorf und, ja, erforschen jetzt hier mal so ein bisschen dieses Dorf. Gucken mal in die Häuser rein, was es da alles zu finden gibt. Mit dem Ziel natürlich letztendlich diesen Fluch zu bannen und wieder ein friedliches Bergdorf, ja, am Ende zu haben. Die Tür geht nicht auf, da brauchen wir einen Schlüssel. Gucken wir nochmal hinter das Haus. Also können wir uns schon mal merken, wir brauchen 3 Schlüssel. Hier für die linke Hütte einen Schlüssel und für dieses Gasthaus oder was das sein soll, 2 Schlüssel. Macht in der Summe 3. Das können wir uns ja schon mal merken. Jo. Okay. Und bevor wir jetzt hier in den zweiten Teil des Bergdorfes gehen, das befindet sich nämlich da hinten, müssen wir erst nochmal zu diesen Leichen hier, weil die kann man wegziehen. Und da liegt dann manchmal auch was drunter. Hier liegt ein Medipack drunter. Und ich finde das halt schon irgendwie grausam. Das fand ich schon bei Tomb Raider 4 grausam, dass man so diese Gegner nimmt, diese toten Gegner mit den abgebissenen Beinen, die so bluten und tot da liegen, und so nimmt und so wegzieht. Das fand ich schon bei Tomb Raider 4 ein bisschen krass. Und es passt halt auch wirklich zu diesem Level, weil das einfach zu dem Verfluchten passt. So, wir haben unseren ersten Schlüssel gefunden. Und das ist der Restaurantschlüssel. Dazu brauchen wir aber 2, das heißt, wir kommen mit einem noch nicht weiter. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und gucken uns mal den zweiten Teil von diesem Dorf an. Ich glaube, da geht es nämlich da hinten weiter. Aber jetzt gucken wir erstmal gerade hier hinten. Da kann man nochmal in das Restaurant reingucken. Da kommen wir dann später rein. Aber da brauchen wir erst noch den zweiten Schlüssel. Und den müssen wir halt suchen. Jo. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal in den zweiten Teil. Oder kann man vielleicht hier schon in die Tür? Nee. Das ist ein Ausgang. Okay. Gut. Gehen wir in den zweiten Teil des Dorfes. Ziehen mal lieber gleich die Waffen, weil man weiß ja nie. Okay. Hier ist auch ein Ausgang. Also immer wenn Lara gegen so unsichtbare Wände läuft, dann geht die Tür nach außen auf. Das heißt, wir können da nicht von außen reinkommen. Das heißt, das ist dann letztendlich ein Ausgang. So. Hier ist ein schöner Wasserfall. Ach, hier ist eine Tür. Da können wir nämlich reingehen. Genau. Mal wieder eine Tür, die sich öffnen lässt. Das ist gut. Okay. Und machen wir mal ein Lichtchen an. Und ich finde dieses Level halt total schön, so mit diesen ganzen Hütten und die ganzen, ja, Türen, die man dann aufmachen kann und diese Hütten erforschen kann. Also ich finde das schön gemacht. Also finde ich wirklich schön. Das Level gefällt mir. Und wir können schon ins Restaurant gehen, sehe ich. Weil da haben wir jetzt beide Schlüssel. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nicht tiefer ins Dorf rein, sondern gehen erstmal ins Restaurant. Also würde ich erstmal diesen Abschnitt hier hinten, da geht nämlich dieses Dorf noch weiter. Da würde ich jetzt erstmal nicht hingehen, weil wir einfach hier vorne jetzt erstmal genug zu tun haben. Erstens im Restaurant und zweitens kann man mit diesem Wasserfall, beziehungsweise mit dem Fluss, der von dem Wasserfall ausgeht, noch was machen. So, setzen wir erstmal die Restaurantschlüssel ein und gehen erstmal richtig Schnieke essen nachher, oder? Wir gehen jetzt mal richtig schön essen. Wir gönnen uns jetzt mal so richtig. Aber auch dieses Restaurant ist, glaube ich, wieder von diesen komischen Gnomen hier befallen. Oder im Moment höre ich noch keine. Okay. Hier kann man hinter... Ah, da sind sie. Die 2 Gnome. Die durften ja natürlich nicht fehlen. Und hier haben wir eine Kiste. Jawohl.
Gut. Und hier steht noch ein bisschen Wein rum. Was liegt denn da alles auf dem Tisch? Ein Glas? Eine Flasche Wein? Oder was das sein soll? Was ist das? Ist das ein Tuch? Eine Serviette oder ein Tuch oder sowas? Und das andere sieht aus wie so ein Stift oder keine Ahnung. Was das kleine, grüne, schmale da sein soll, weiß ich nicht. Das kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Machen wir hier nochmal die Ecke ausleuchten, dass wir nichts übersehen. Weil hier liegt zum Beispiel schon mal was. Die war halt auch gut getarnt auf diesem Steinboden, sieht man das schlecht. Wenn da ein bisschen Uzi-Munition in der fast selben Farbe liegt. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hinter den Tresen. Jetzt können wir hier ein bisschen Wein servieren und keine Ahnung was, aber leider sind keine Gäste da. Das heißt, wir können diese schöne Theke wieder verlassen, weil es ist ja eh keiner da. Und zerdeppern hier einfach mal ein paar Kisten, das ist auch in Ordnung. Und finden mal... Yes! Explosiv-Ammo. Jetzt haben wir schon 20 Schuss auf der Explosiv-Ammo. Das ist geil. Das freut mich. Super. Dieser Lagerraum hat es schon mal gebracht. Und jetzt können wir hier die Treppe hoch. Machen nochmal eine Fackel an. Weil ich glaube, wir haben ja genug. 68 ist genug. Und ich höre schon wieder so einen Gnom. Die sehen lustig aus. Habt ihr euch die schon mal angeguckt? Sehen total lustig aus. Ich finde, die sehen lustig aus. So kleine, fette Dinger und die haben so ein lustiges Gesicht. Und hier hinten ist einfach mal gar nichts. Ist auch in Ordnung. Einfach mal gar nichts. Ja, und hier hinten drin ist wahrscheinlich wieder eine Kiste zum Zerdeppern, genau. Und da liegt drin die Uzi. Aber die haben wir ja schon. Aber dann haben wir halt Uzi-Munition gefunden. Gut, und dann können wir nämlich hier jetzt den Dachboden aufmachen. Und da finden wir bestimmt auch noch was. Naja. Gehen wir mal einen Schritt vor. Oder geht es überhaupt? Jetzt macht's es. Okay. Und dann können wir erstmal hier oben auf den Dachboden. Gut, und hier liegt ein Schlüssel. Vielleicht ist der für die Hütte da drüben, ich weiß es nicht. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Und hier liegt wieder Ammo. Aber ich glaube nicht, dass das schon wieder Explosiv-Ammo ist, weil das wäre ja richtig geil. Aber das glaube ich nicht. Dafür ist sie zu wertvoll. Aber 20 Schuss auf der Explosiv-Ammo ist schon mal gut, finde ich. Ja, das heißt, wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden und das ist in diesem Fall ein Schlüssel. Okay, der sagt uns zwar jetzt nicht viel, aber wir wissen schon mal, dass es überhaupt ein Schlüssel ist und dass man den irgendwo in irgendein Schlüsselloch einsetzen kann. Das ist doch schon mal gut. Jetzt will ich gerade mal wissen, ob man hier hoch kann. Ja, das geht tatsächlich. Aber da liegt nichts, oder? Ich habe gedacht, da liegt jetzt vielleicht was, aber da ist nichts. Gut, dann probieren wir einfach mal den Schlüssel aus. Und zwar hier rechts in diesem Gebäude. Beziehungsweise jetzt links. Und setzen das hier mal ein. Aber da seht ihr, der Schlüssel passt leider nicht. Okay. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal was erledigen. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was wir brauchen. Doch, wir haben ja jetzt diesen Kanister. Und ich glaube, wir finden jetzt noch eine Fackel und finden noch Sand. Und was finden wir noch? Wasser. Also so eine Tasche, wo so eine Wasserflasche, wo man Wasser reinfüllen kann. Und irgendwas von diesen Sachen finden wir jetzt
wenn wir ins nächste Level gehen. Das können wir nämlich von hier aus machen, indem wir in diesen Fluss springen und uns hier einmal lang treiben lassen. So. Jetzt kommen wir, glaube ich, in ein neues Level. Genau. Und das ist das Herz des Poseidon. So heißt dieses Level. Und hier suchen wir jetzt was. Ob es der Sand ist oder ob es die Feldflasche ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas suchen wir. Und das hat jetzt halt mit Wasser zu tun. Und da gibt es irgendwas, das hat mit Feuer zu tun. Und da gibt es was, das ist ganz anders. Und da gibt es was, das ist noch ganz anders. Und ja, lasst euch mal überraschen, was alles noch kommt. Das ist jetzt halt erstmal hier die Wasserstelle. Beginnend mit einem Wasserlabyrinth. Ein sehr großes und komplexes Labyrinth. Und ja, also ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus, so mit diesem Blau. Nur es ist extrem verwirrend. Und wir schwimmen jetzt so lange hier drin rum, bis wir das Geheimnis haben und den Ausgang gefunden haben. Und ein paar Sachen gefunden haben. Sehr schön. So, gehen wir erstmal Luft holen. Wenn wir überhaupt wieder rausfinden. Oh je, doch hier ist Luft. Das heißt, das können wir schon mal speichern. Und gehen weiter. Und ich glaube, irgendwo war hier ein Herz bzw. ein Geheimnis versteckt. Und das müssen wir auf jeden Fall finden. Ah, da ist es. Sehr gut. Und ein Revolver. Gut, das heißt, viel können wir unter Wasser jetzt gar nicht mehr übersehen. Gut, vielleicht ein paar Gegenstände, aber das Wichtigste, das Geheimnis haben wir. Und deswegen werden wir jetzt nicht stundenlang dieses Wasser absuchen, sondern wirklich nur das Nötigste machen. Weil es wirklich ein sehr, sehr komplexes und großes Labyrinth. Und hier ist schon wieder eine Sackgasse. Und jetzt wird es echt Zeit, dass wir wieder an Luft kommen. Da drüben ist aber auch Luft, das ist gut. So. Kurz atmen, atmen, atmen und speichern. Und dann gehen wir wieder auf Tauchstation. Und nach rechts mit uns. Was ist hier? Keine Ahnung. Okay. Tauchen wir mal nach da. Ich habe ja keine Ahnung, jetzt kommen wir hier wieder raus. Gut, tauchen wir nochmal hier durch. Obwohl, wir hätten vielleicht mal Luft holen sollen. Naja, egal. Okay. Oh. Oh ja, hier geht's weiter. Aber ich glaube, das bringt uns noch nichts, weil wir die Luke noch nicht geöffnet haben. Aber wir können erstmal Luft holen. So. Also das hier ist eine sehr interessante Stelle und auch eine teilweise sehr schwierige Stelle. Und hier ist schon wieder so ein Unterwassermonster. Wie soll es sonst in einem verfluchten Dorf sein, wenn es da kein Unterwassermonster gibt? Aber ich glaube, wir brauchen erst noch einen Hebel. Wir müssen erst noch einen Hebel finden. Und ich habe wieder mal absolut keine Ahnung wo, aber irgendwo wird er sich schon befinden, denke ich. Suchen wir einfach mal. Weil wer sucht, der findet. Und ich finde halt echt, wie gesagt, diese Farbgebung hier total schön. Mit diesem Blau und so ein helles Blau mit dem Weiß und dieses schillernde, leuchtende Blau. Finde ich echt voll schön. Nur jetzt fände ich es schön, wenn wir Luft kriegen würden. Nee, das ist die falsche Richtung. Geradeaus an der Luft, genau. Luft, 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 Luft. Glück gehabt. Das war jetzt knapp. Und von da oben kommen die Wasserfälle. Ich finde das schön gemacht. So, und jetzt gehen wir wieder auf Tauchstation. Und irgendwo war hier doch ein Hebel. Ich glaube sogar eher in dieser Richtung. Das war das Secret. Oh Gott, wie weit geht denn das hier noch? Also wie gesagt, das Unterwasserlabyrinth ist sehr komplex.
wie ihr unschwer erkennen könnt. Aber wir kriegen das hin. 10 Geheimnisse haben wir schon von 16. Nur so nebenbei als Info. Mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein hier unter Wasser, als nach Geheimnissen zu gucken. Und das ist der Hebel. Nur habe ich leider die Befürchtung, dass wir es nicht mehr rechtzeitig an die Luft schaffen. Oh je, das schaffen wir nicht mehr. Oder? Schaffen wir das? Mist. Nee, schaffen wir nicht. Aber wir haben jetzt schon mal die Richtung. Gut. Geheimnis haben wir. Dann war das diese Richtung. Oh Gott, jetzt habe ich voll die Orientierung verloren. So, hier rum. Okay. Nee, ich glaube, wir sind falsch, oder? Ich glaube, das war jetzt komplett falsch. Wo war dieser Hebel? Ich habe absolut keine Orientierung hier unten. Da muss ich mich jetzt hier noch ein bisschen reinfuchsen in das Ganze hier. Aber das sind auch so viele Gänge, das ist schon richtig krass. Haben wir echt Glück gehabt, dass wir das Geheimnis so schnell gefunden haben. Oh je, ich glaube, das gibt wieder nix. Das gibt wieder nix. Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Das sind auch viel zu viele Gänge. Das ist sowas von komplex hier unten. Naja. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.